Hallo und herzlich willkommen mal zu einem etwas anderen, naja, ich sag mal, angespielt. Und zwar ist es ein ganz besonderes Spiel. Und zwar ist es ein neues Megadrive-Spiel. Das wurde exklusiv neu entwickelt und ist auch auf Steam momentan erhältlich für knapp 15 € und auch als Modul zu bestellen bei dem Hersteller. Ich habe euch unten das beides verlinkt. Eins vorweg, ich habe den Key für diese Steam-Version für das Spiel umsonst bekommen. Das heißt, ich habe aber keine irgendwelche Auflagen bekommen, dass ich das Spiel jetzt irgendwie toll darstellen soll oder so weiter. Ich habe ihn ganz einfach umsonst bekommen. Ich wurde angeschrieben, ob ich da nicht Lust zu hätte. Habe natürlich ja gesagt, weil ich euch das Spiel gerne vorstellen möchte. Und das ist es, Tanglewood. Ihr spielt diesen kleinen süßen Fuchs. Das sieht einfach herrlich aus, finde ich. Und ich habe jetzt so ungefähr 2 Stunden Spielzeit rein investiert und möchte euch so mal so ein bisschen meine Eindrücke sagen, weil ich denke mal, die Kernmechaniken, die habe ich schon gesehen. Mir sind auch schon so ein paar negative Sachen aufgefallen, aber grundsätzlich ist das Spiel ganz okay. Also, ich will euch jetzt zuerst mal das Menü zeigen. Und zwar spiele ich hier die Steam-Version. Das hat allerdings einen großen Vorteil. Wie man sieht, ist es leider etwas sperrig, weil man hier mit der Maus denn quasi navigieren muss. Ich habe den Xbox 360 Controller angeschlossen. Damit lässt sich es ganz gut steuern mit Keyboard, wo ich es gerade sehe. Ich würde es euch echt nicht empfehlen, vor allen Dingen, weil, wie man sieht, normalerweise, wenn man sie die Tasten umbelegen will. Also das ist ein Nachteil. Da sieht man halt, dass das jetzt eher nicht für den PC entwickelt wurde, sondern wirklich für das Mega Drive. Und zwar normalerweise, okay, ich will die Taste für abbelegen, drückt man eigentlich drauf und dann drückt man zum Beispiel W, wenn man springen muss. Nein, hier muss man den scrollen und sich dann das W zum Beispiel raussuchen oder ähnliches. Also das ist natürlich schon umständlicher, als es wirklich nötig ist. Hier sieht man auch, es ist eine ROM-Version 1.0 und die EMU-Version 1.03S. Ich nehme mal fast an, dass es einfach die Steam-Version ist, dass das Original-ROM durch einen Emulator quasi aufbereitet wird. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber das ist mein Eindruck. Und hier seht ihr auch schon den Kernpunkt des Vorteils der Steam-Version. Falls ihr nicht die 40 € für das Modul ausgeben wollt, reicht es, wenn ihr euch die Steam-Version kauft. Hier gibt es diese schöne Option, Save Mega Drive ROM. Das speichert euch wirklich diese ROM-Datei ab und wenn ihr eine Flashcard zu Hause habt, dann könnt ihr das auf die Flashcard kopieren und damit dann auf eure Mega Drive dieses Spiel spielen. Ich persönlich konnte es leider nicht ausprobieren, weil ich keine Flashkarte für das Mega Drive habe, ganz einfach. Aber die PR-Sprecherin hat mir gesagt, dass das wohl geht. Ich gebe das jetzt mal so weiter. Diese Information habe ich nicht überprüft, aber es müsste eigentlich so gehen. Was natürlich noch schön dabei ist, es ist ein wirklich schönes Handbuch dabei gelegt. Ich nehme an, wenn ihr die Modulversion euch für 40 Pfund ungefähr kauft, wird das natürlich alles dabei sein. Ich würde euch auch empfehlen, da mal kurz quasi drüber zu gehen, weil hier so ein paar Kernmechaniken schon beschrieben wird. Aber wie das grundsätzliche Spiel aufgebaut ist, das zeige ich euch mal jetzt ganz einfach. Also es ist im Prinzip ein Plattformer. Ihr steuert den kleinen Fuchs hier. Der kann erstmal in seiner Grundform gar nichts. Außer springen, halt laufen und so weiter. So, wir müssen jetzt hier nach und nach Rätsel lösen. Also wir können jetzt keine Gegner, können wir nicht bekämpfen oder ähnliches. Wenn wir auf Gegner treffen, dann sind die wirklich tödlich, wenn wir die berühren. Also ihr seht jetzt schon vielleicht, der Sound, der hält sich sehr zurück. Ne? Das finde ich aber auch gar nicht so schlecht, weil zusammen mit dieser wunderschönen Grafik ein super, ja, super Szenerie quasi aufbaut. Also ihr habt unten gesehen, das ist schon ein fieser Gegner da unten gewesen. Da muss ich irgendwie drum herum kommen. So. Ich bin natürlich arm und wehrlos. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Also, da seht ihr auch, ihr werdet oft sterben. Sehr, sehr oft sterben, bis ihr einfach herausgefunden habt, was ihr machen müsst. Aber die Rücksetzpunkte sind eigentlich ganz fair gesetzt. Es speichert das Spiel auch ab. Und ihr habt unendlich Leben. Das ist wirklich Vorteil. Also, hier habt ihr zum Beispiel diese Löcher, die tauchen immer wieder auf. Die katapultieren euch so hoch. Und also ich habe jetzt den ersten Abschnitt habe ich durchgespielt. Das ist jetzt ein Teil des ersten Abschnittes.
Der ist halt so ein bisschen wie dieser Wald aufgebaut und ähnliches. Wie gesagt, ich habe jetzt so ungefähr 1,5 Stunden gebraucht, um den ersten Abschnitt zu machen, wobei ich mich jetzt vielleicht auch nicht so ganz, ganz klug angestellt habe. Aber ich will euch dieses Rätsel einfach zeigen. Und zwar, diese Pflanze hier, die brauchen wir gleich noch, um unsere Fähigkeiten zu erweitern. So, dafür müssen wir ja etwas ausschlüpfen lassen. Ich habe das jetzt schon vor einiger Zeit hier diese Stelle gespielt. Ich muss kurz überlegen, wie ich hier nochmal vorgehe. Denn im Prinzip, also ich wollte es eventuell so ein bisschen als Metroidvania bezeichnen. Das ist es aber eindeutig nicht. Ja. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ihr müsst das Rätsel genau so lösen, wie es vorgesehen ist. Ihr habt da keine Freiheiten, irgendwas frei zu erkunden oder ähnliches. Ihr müsst das genau so erledigen. So. Ich springe einfach mal nach links. Ich glaube, hier war irgendwas. Ich bin mir aber nicht sicher. Ha. So. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Also, soweit ich das richtig im Kopf habe, muss ich da, denn da reinspringen, mich hochkatapultieren lassen. Ich muss einfach nur schnell genug sein. Wie gesagt, ihr werdet halt oft sterben, bis ihr halt den richtigen Weg herausgefunden habt. Aber das Spiel ist halt wirklich so schön atmosphärisch gemacht, dass es eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Oder war das hier irgendwo? Also, eben schon so ein bisschen die Levels immer erkunden, damit ihr die richtige Lösung denn auch findet. So, also ich komme hier jetzt raus. Ah, seht ihr, ich habe jetzt ein anderes Loch gefunden. Ich glaube, genau, ich bin an derselben Stelle herausgekommen. Ich wollte gerade sagen, hey, ich habe einen neuen Weg gefunden, guck mal, aber nein. Es ist gar nicht so lange her, dass ich die Stelle hier gespielt habe, aber irgendwie. Also, was ich weiß, war es, glaube ich, nicht unbedingt die Lösung. Komme ich hier weiter? War es nicht die Lösung da? Okay, jetzt gehe ich hier wieder zurück. Okay, das hat jetzt nicht so wirklich was gebracht, dass wir so ein einsamer. Ach, genau, hier. Ach, gut, dass ich es gefunden habe, sonst hätte ich mich jetzt blamiert. Hier seht ihr diese, ja, Fellknäuelwesen, wie ich die fast sagen. Die gibt es in drei verschiedene Farben. Und die bringen alle ihre eigenen Vor- und Nachteile. Also es gibt einen gelben. Wenn ihr den denn quasi aktiviert, dann könnt ihr für kurze Zeit schweben. Dann gibt es einen blauen, der hält die Zeit an. Und dieser grüne hier, das zeige ich euch gleich, was der macht. Oder was das da. Der Grüne die Zeit anhält, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, diese kleinen grünen Dinger hier, die müsst ihr denn immer zu diesen Nestern hier bringen. So, damit werden die denn quasi aktiviert und dann könnt ihr euch verwandeln und in eure Kräfte quasi. Hier seht ihr, ich kann den Knopf drücken. Ich glaube, genau, das war der, der die Zeit anhält. Und dann kann ich hier in Ruhe, ohne dass mich hier der Oschi hier gleich ja, ärgert, sage ich mal, kann ich denn hier agieren? So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Ah, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ah! Jetzt wollte ich euch so stolz die Lösung zeigen. Und dann drücke ich Idiot den falschen Knopf. Diese Superfähigkeiten, die habt ihr aber nicht unbegrenzt, sondern immer nur für eine bestimmte Zeit. Aber im Prinzip sind alle Rätsel so ähnlich aufgebaut. Das heißt, ihr erforscht, ihr seht ein Problem, wo ihr nicht weiterkommt. Im Zweifel sterbt ihr da dann auch eins, zweimal. Zumindest war das immer bei mir so. Denn intuitiv eine Lösung zu erkennen, das ist dann immer nicht so. Na, das war das Falsche noch. Also ist schon verwirrend aufgebaut, so ab und zu. So, jetzt gehen wir hier mal zurück. Und wie gesagt, also ihr steht auf einem Problem. Nee, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte ja hier wieder rüber, damit ich hier nochmal den, ja, das Felfi, keine Ahnung, wie man das nennen will, so befreien kann. Ach, hier ging es nicht weiter. Da habt ihr auch gesehen, da ist der nächste Checkpunkt. Also das ist quasi das Ziel, da hinzukommen. Plumps.
So, springen wir hier mal rüber. Ha. Wo war das denn jetzt nochmal? Ich bin echt verwirrt gerade. Ach genau, das war hier. Stimmt, das war hier gleich am Anfang. Also ihr müsst auch einen Knopf drücken, damit ihr immer diese Puschel-Dinger dann quasi vor euch herschiebt. Aber hier ist Level so aufgebaut, ihr seht ein Problem, wo ihr entweder nicht weit genug springen könnt oder ähnliches. Also zumindest bisher. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe es so ungefähr, ja, zum bisschen mehr als ein Viertel durch, aber bisher hat sich jedes Rätsel ähnlich gestaltet. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass das im späteren Spielverlauf jetzt noch ganz, ganz große Sachen hinzukommen. Also allgemeines zu der Gestaltung finde ich fantastisch. Die ist sehr stilsicher. Da kann man echt nichts sagen. So. Gucken, also ich halte jetzt die Zeit an. Seht ihr? Jetzt kann ich hier das hier, das Loch in Ruhe benutzen. Und zack, bin ich jetzt wo gelandet, wo ich sonst nicht sein könnte. So, hier seht ihr dann wieder einen gelben. So, jetzt versuche ich natürlich jetzt den gelben hier zu aktivieren. Und wie gesagt, und hier seht ihr den bösen, bösen Gegner. Aber wir sind natürlich jetzt auf der anderen Seite und können jetzt diesen großen Stein zack auf den schieben und er ist tot. Auch die Soundeffekte, also man merkt schon, dass die Entwickler genau die, also laut Pressesprecherin, ich kann das natürlich wiederholen, ich kann das jetzt nicht, genau beurteilen. So, jetzt haben wir die gelbe Variante. Wie ihr seht, jetzt können wir hier so kurz schweben. Ich erneuere das mal kurz. Wurde es auch mit den Mega Drive Tools entwickelt. Deswegen läuft es auch auf dem Mega Drive. Quasi die Lead-Plattform ist das Mega Drive. Was natürlich jetzt in der heutigen Zeit jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Aber ich finde es eine schöne, charmante Idee. Ich meine, es gibt ja immer mal wieder neue Spiele für alte Plattformen, C64, die Entwicklerszene zum Beispiel ist ja immer noch sehr aktiv und so weiter. Und so, jetzt haben wir es Level geschafft. Ist in der Hinsicht nichts Besonderes, aber ich finde es sehr charmant. Auch die Idee, also die ganze Charaktergestaltung und auch gerade diese ganze Atmosphäre. Dadurch, dass sie. Oh, da ist ein Gegner. Da darf ich jetzt nicht. So, weil sonst bin ich nämlich tot. Das schafft viel zu der Atmosphäre bei und auch die Farbauswahl, wenn man bedenkt, dass das Mega Drive ja von der Farbpalette, oh, hier ist wieder ein Böser, den müssen wir wegrennen, ja auch nicht so üppig ausgestattet war, sage ich mal, ne? Also ist schon sehr schön geraten, gefällt mir persönlich sehr gut. Muss man natürlich wissen, ob das eigentlich die 15 Euro bzw. die 40 Pfund für das Cartridge wert sind. Was mir halt sehr gefällt, ist, ich musste gerade etwas scharf einatmen. Sehr gefällt ist, dass es zwar quasi so gesehen ein altes Spiel ist, aber trotzdem noch modern ist. Dadurch, dass es zum Beispiel keine Extra-Leben gibt. Ah, genau hier. Das kann ich euch auch noch zeigen. Der blaue. Der lässt euch nämlich die Monster quasi reiten, was wir brauchen. Weil ein bisschen weiter ist nämlich ein Abgrund, wo wir leider nicht rüberspringen können. Aber mit dem Viech hier können wir das machen. So, ne? Er färbt sich ein. Ja, ich glaube, auf der anderen Seite wäre es kürzer. Ich will mal lieber nochmal erneuern. Und zwar ganz einfach, dass es halt unendlich Leben gibt, dass es faire Rücksetzpunkte gibt und so weiter. In der Hinsicht ist es modern. Ist aber allerdings nicht gerade einfach, das Spiel, muss ich sagen. Ah, wie zum Beispiel hier ein Sprung etwas verpasst, schon sterbt ihr. Also, so sterben und so, das werdet ihr sehr, sehr oft haben. Aber, wie gesagt, das Spiel finde ich persönlich nicht schlecht und das ist jetzt auch meine neutrale Meinung. Auch wenn ich, wie gesagt, den Steam Key geschenkt bekommen habe. Ich finde das Spiel echt nicht verkehrt und vor allen Dingen halt diese Atmosphäre, die es mit dieser simplen Technik hervorzaubert, ist natürlich teilweise etwas frustrierend, bis man kapiert hat, was es der Entwickler jetzt genau von einem wollte. Aber die Atmosphäre, die das hervorzaubert, sehr, sehr schön. Also, das war jetzt mein Überblick zu dem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Links zur Steam-Version und so weiter, die packe ich euch unten in die Kommentare. Und ansonsten danke, dass ihr Interesse gezeigt habt und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.